Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle, die sich für thematische Philatelie interessieren. Ich wollte heute über das sogenannte neue Reglement reden und ein bisschen analysieren, was davon wirklich neu ist. Es kommt raus, so viel ist da gar nicht neu, aber ein paar Dinge eben dann doch. Das werden wir dann jetzt hier sehen. Weil es um Reglemente geht, ist der Vortrag ein bisschen mehr textlastig, als sonst Vorträge so sind. Das geht aber nicht anders, weil wir ja ein bisschen auch die Reglementtexte beleuchten müssen. So, ich mache erstmal einen kurzen Überblick, damit wir wissen, wo wir eigentlich sind. Über das FIP-Reglement insgesamt. Es gibt, was die Bewertung von Exponaten angeht, drei Reglemente. Das sind allgemeine Regeln, sogenannte GREF, General Regulations for the Evaluation of Exhibits, allgemeine Regeln für alle Wettbewerbsklassen. Weil es für alle Wettbewerbsklassen ist, ist das sehr, sehr allgemein und damit für die einzelnen Klassen eigentlich nicht so besonders ergiebig. Deshalb gibt es für jede einzelne Klasse separat besondere Regeln, die SREF, Special Regulations for the Evaluation of Exhibits. Und dann gibt es, das möchte ich mal vielleicht nennen, Ausführungsbestimmungen zu den SREFs. Das macht jede Klasse auch für sich. Das sind dann die sogenannten Guidelines oder zu gut Deutsch Richtlinien mit praktischen Hinweisen für die Anwendung des SREF. Und nur das Letzte ist geändert worden. Die anderen nicht. So, wann ist da was passiert? Die neuen Guidelines sind von der FIP-Kommission für thematische Philatelie im Dezember 2018 verabschiedet worden. Der FIP-Vorstand hat das dann im August 2019 genehmigt. Und dann kam Corona und es passierte eine lange Zeit gar nichts. Der FIP-Kongress hat das dann im August 2022 erst abgesegnet. Und die deutsche Übersetzung haben Damian Lege und ich im Jahr 2023 gemacht. Die ist ja auch auf der Website des BDPH zu sehen. Ja, und heute sprechen wir darüber. Das heißt, es sind jetzt eigentlich auch schon 5 Jahre wieder vorbei. Und das spielt auch eine Rolle, dass jetzt wieder 5 Jahre schon ins Land gezogen sind. Die sind jetzt gar nicht mehr so neu, sondern sind im Prinzip 5 Jahre alt. So, das alte Reglement, was also davor war, das war aus dem Jahr 2000. In Deutschland ist das 2003 eingeführt worden. Und was ist dann jetzt passiert von 2000 bis 2018? Da sind die Erfahrungen eingeflossen, die eben thematische Philatelie in dieser Zeit gemacht hat. Woher kommen diese Erfahrungen? Diese Erfahrungen kommen im Wesentlichen von den Ausstellern selber. Es ist also nicht so, dass die Aussteller dem Reglement hinterherlaufen, sondern eigentlich sind die Aussteller diejenigen, die das Reglement vorantreiben. Das müssen wir auch mal begreifen, dass was da in den Richtlinien dann abgebildet wird, das ist das, wie sich die thematische Philatelie aufgrund von den Errungenschaften, die eben die guten Aussteller in dieser Zeit gemacht haben, dort, was er sich getan hat. Das heißt, die Aussteller treiben im Prinzip die Richtlinien und nicht umgekehrt. Das ist also nicht etwas, was in einem stillen Kämmerlein sich so ein paar verstaubte Funktionäre da ausdenken, sondern das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit tatsächlich als gut herausstellt und das wird dann immer mal wieder in die Richtlinien dann einfließen und das ist ja auch gut so. Im Wesentlichen sind das alles Weiterentwicklungen, die dort jetzt, sagen wir mal, kodifiziert werden. Es sind keine grundlegenden Änderungen. Es gibt eine bedeutende Klarstellung bei den Bewertungskriterien, da gehe ich sehr ausführlich drauf ein. Die Bewertungskriterien werden jetzt eingeteilt bei fast allen Bewertungskriterien in Grundanforderungen und Zusatzerfolge. Ich erkläre gleich, was das ist und dann gehen wir das im Einzelnen durch. Was aber auch eine Rolle spielt, da sagte ich, es ist jetzt schon 5 Jahre her, sind weitere Trends in der thematischen Philatelie von 2018 bis 2024 und das wird auch immer wichtiger, Einflüsse aus anderen Klassen. Hier ist insbesondere aus der Postgeschichte und der Open Philatelie, wo sich die einzelnen Klassen eben auch untereinander befruchten, möchte ich mal sagen. Das werde ich auch an der einen oder anderen Stelle dann erwähnen, was sich da so tut. So. So, was ist wirklich neu und was sind die Trends? Ja, es ist jetzt
erstmalig ganz klargestellt in den Guidelines, dass für ein gutes thematisches Exponat es wichtig ist, dass eine nachvollziehbare Geschichte ohne Brüche erzählt wird. Und das betrifft sowohl den Plan wie die Ausarbeitung, wie auch die Materialauswahl. Das wissen wir schon seit Jahren, dass das gut ist, aber das ist jetzt eben zum ersten Mal wörtlich dort eingeflossen. Ja, dann ist klargestellt worden, dass ein Rahmenexponate ein begrenztes Thema haben müssen, das auch wirklich dann in einem Rahmen angemessen darstellbar ist. Das wissen wir auch schon seit 10 Jahren. Das ist jetzt auch nur, dass es auch mal dann da steht. Und wie gesagt, die wichtigste Änderung ist, dass es bei den Bewertungskriterien jetzt diese Unterscheidung zwischen den Grundanforderungen und den Zusatzerfolgen gibt. Die Einflüsse aus den anderen Klassen betreffen die Frage, ob es Wiederholungen thematischer oder philatelistischer Art geben soll oder nicht, wie das mit den philatelistischen Beschreibungen ist, ob da mehr oder weniger gut ist. Und es wird mehr hervorgehoben, dass die philatelistische Bedeutung des Materials wichtig ist. Also das ist in der Thematik dann so, man kann natürlich ein thematisches Exponat im Wesentlichen mit Briefmarken und einfachen Sonderstempeln machen, aber das ist jetzt dann wirklich der Trend, dass das dann nicht mehr ganz so ähnlich ist. Auf all diese Dinge gehen wir jetzt ein. So, das Wichtigste, sagte ich, ist die Änderung, dass es bei den Bewertungskriterien, außer bei Innovation und bei Präsentation, die Unterscheidung zwischen Grundanforderungen und Zusatzerfolgen. Was ist das? Und die habe ich jetzt dann mal mir erlaubt, den Text hier genau aufzuschreiben. Um schlüssige Jurierungen zu unterstützen, werden in allen Bewertungskriterien, in Klammern außer Innovation und Präsentation, das ist ja außer Aufmachung steht da, aber bei Innovation ist das auch nicht so, Grundanforderungen und Zusatzerfolge unterschieden. Es war, also im englischen Originaltext, der ja am Ende maßgeblich ist, heißt das statt Grundanforderungen Basic Requirements. Ich glaube, das ist mit Grundanforderungen ganz schlüssig übersetzt. Und das andere heißt Achievements. Und das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Achievements hat immer was mit Zusatz, ja, Zusatzerfolgen, aber auch irgendwas erreichen und so weiter zu tun. Damian und ich haben da länger darüber diskutiert, welches deutsche Wort dem am besten gerecht wird. Wir haben uns dann am Ende für dieses etwas künstliche Wort Zusatzerfolge entschieden. Man besser verstehen kann man das fast aus dem englischen Originaltext mit den Achievements. So, was ist das? Die Grundanforderungen, das heißt, wenn man das alles erfüllt, dann hat man ein gutes Exponat. Dafür haben wir auch schon in der Praxis in der letzten Zeit dann immer 80% der Punkte gegeben und das ist auch nach wie vor so. Und die Nichterfüllung führt eben dann dazu, dass man nur weniger bekommt. Und wenn man dann über diese Grundanforderungen hinaus auch noch etwas von diesen Zusatzerfolgen erfüllt, dann sind das eben schrittweise Ziele auf dem Weg zu einem hervorragenden Exponat, von einem guten zu einem hervorragenden. Und die Erfüllung dieser Zusatzerfolge führt dann dazu, dass man mehr als die 80% des Maximums dann bekommt. Am Ende theoretisch die Höchstpunktzahl. 100 Punkte habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht genau, was das höchste jemals auf internationaler Ebene gegebene Punktzahl für ein thematisches Exponat war. Ich glaube, es war, Damian hat einmal mal 98 Punkte bekommen. Das ist aber auch schon sehr, sehr, sehr viel. Also sieben, also alles über, also 95 ist ja schon ganz hervorragend und alles darüber hinaus ist ja, wie wir alle wissen, extrem schwierig. Aber auf 100 kann man natürlich nicht kommen. Aber bei den einzelnen Kriterien kann man natürlich sehr wohl auf die Höchstpunktzahl kommen, um dann auf diese Spitzenpunktzahlen von 96 oder 97 zu kommen, muss man das auch. Denn mathematisch ist ja klar, wenn man bei jedem schon einen Punkt abzieht, dann kann man schon, glaube ich, gerade mal noch auf 95, wenn überhaupt, kommen. So, das ist also die Theorie und was heißt das denn jetzt? Jetzt gehen wir die einzelnen Kriterien durch und gucken an, was da in dem Reglement steht an Grundanforderungen und Zusatzerfolgen und was das denn heißt. Da kommen dann teilweise auch Beispiele. Fangen wir an mit Titel und Plan. Dafür gibt es in der thematischen Philatelie 15 Punkte. Und die Grundanforderungen sind Vorhandensein eines Blattes, das den Plan enthält. Das ist ziemlich eindeutig. Und das heißt Folgendes. Die Pläne, die wir machen, die sind ja
in der Regel so, dass wir zweistufige Kapiteleinteilung machen. Das heißt, wir haben diese Hauptkapitel, erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter. Und dann haben wir so Unterkapitel 1.1, 1.2, 1.3. Darüber hinausgehende Unterteilungen sind ja im Plan eher ein bisschen verwirrend und das machen wir in der Regel ja nicht. Aber diese Anforderung heißt, dass jetzt diese Einteilung in diese zwei Stufen auch auf diesem Blatt, was den Plan enthält, am Anfang des Exponates sein sollte. Das heißt, die Methode, nur diese Hauptkapitel auf dem ersten Blatt da oder ersten oder zweiten Blatt anzugeben und dann diese Unterteilung, die zweistufige Unterteilung, erst immer auf das Exponat zu verteilen, ist eigentlich nicht konform mit dem Reglement. Ich würde das auch nicht empfehlen. Ich hatte, ich glaube, die sind auch hier heute da. Ich hatte mal eine Diskussion mit zwei Ausstellern, die das nicht so machen. Ich bin da selber nicht so pingelig. Ich habe das dann akzeptiert, dass das anders ist, aber möchte darauf hinweisen, dass es nicht ganz regelkonform ist, wenn man das so anders macht. So, die Angemessenheit des Blattes, da gehe ich mal gleich auf zwei, drei Beispiele ein. Übereinstimmung zwischen Plan und Titel, das ist klar, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn das nicht zusammenpasst, dann ist entweder der Titel nicht gut gewählt, weil er nicht das abdeckt, was dann in dem Plan abgehandelt wird, oder der Plan entspricht nicht dem, was der Titel verspricht. Beides ist natürlich nicht gut und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Korrekte, logische und ausgewogene Struktur. Ja, logisch heißt insbesondere, dass die Unterpunkte bei den Kapiteln, also diese zweistufige Gliederungsstufe, dass das den richtigen Hauptkapiteln auch zugeordnet wird. Und ausgewogen heißt, dass die einzelnen Hauptkapitel in etwa der thematischen Bedeutung dieses Kapitels dann jeweils entsprechen. Vollständige Berücksichtigung aller Hauptaspekte, das wissen wir. Ja, und was ist jetzt der Zusatzerfolg ist? Der Grad, zu dem der Plan eine Geschichte erzählt. Ich hatte ja gesagt, dieses mit dem Geschichte erzählen zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Reglement. Und das ist eben jetzt hier das, wofür es dann diese 3 Punkte über die 12 Punkte, die ja 80% wären, hinaus dann eben noch geht, wenn der Plan so ist, dass er nicht nur logisch ausgewogen und korrekt ist, sondern dass er eben wirklich noch eine schöne Geschichte erzählt, dann bekommt man ein, zwei oder auch maximal 3 Punkte mehr. So heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wenn der Plan keine Geschichte erzählt, dass man dann auf die 80% kommen kann. Und das ist nur bedingt so. Warum? Weil im SREF, das habe ich hier nämlich noch zusätzlich dazu geschrieben, steht, der Plan soll eine Entwicklung des Themas darstellen und keine einfache Aufzählung der Hauptaspekte sein. Das heißt, wenn der Plan nur eine einfache Aufzählung ist, dann sind auch die Grundanforderungen nicht erfüllt. Dann kann man damit rechnen, dass man nicht die 12 Punkte bekommt. Und das ist aus dem SREF jetzt hier abzuleiten und nicht aus den Guidelines. Aber das SREF gehört ja zu dem Reglement dazu. So, jetzt gucken wir uns mal Titelblätter und Pläne an. Diejenigen, die meinen Vortrag vom letzten Jahr gehört haben, zur Fit for IBRA, werden sich erinnern, dass da jetzt einige Beispiele identisch sind. Ach so, Entschuldigung, hier ist noch so eine Theorieseite. Ach, das können wir mal weglassen. Das erläutere ich jetzt als ein Beispiel. So, hier ist so eine Titelseite, wie sie, ich nenne das mal, früher üblich war. Da ist oben der Titel. Dann ist da so ein Bild, was aber kein Original ist, sondern das ist eine Reproduktion. Dann ist da erklärt, was auf dem Bild ist und dann ist es ganz kurz erklärt, was in dem Exponat ist. So, gut an dieser Titelseite sind eigentlich nicht nur der Titel und diese Zusammenfassung. Diese Reproduktion nimmt sehr, sehr viel Platz weg, ist eben nur eine Reproduktion und kein Original. Und die Beschreibung da, was da auf dem Bild zu sehen ist, das bringt ja auch nicht so besonders viel. Also das ist nicht empfehlenswert. Der Plan wäre dann hier in diesem Fall auf der zweiten Seite. Aber das ist insgesamt verschenkter Platz,
mit dieser Reproduktion. Und ich würde sehr empfehlen, dass man da entweder dann gar kein Bild macht oder wenn man ein schönes, wirkliches Originalstück hat, eine alte, schöne Antiquskarte oder einen alten Stich oder auch einen guten philatelistischen allgemeinen Beleg in das Thema einführt, dann kann man das machen. Aber ansonsten ist das verschenkter Platz. Und das würde dieser Grundanforderung nach der Angemessenheit der Titelseite nicht so toll entsprechen. Also das würde ich nicht empfehlen. So, dann ist es absolut okay, wenn auf der Titelseite, ich sage jetzt mal, nur der Titel und der Plan steht und sonst nichts. Das ist absolut in Ordnung, das entspricht dem Reglement, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. So, die andere Frage ist dann, ob man das dann besser machen kann. Ja, kann man, muss man aber nicht. Aber das ist natürlich dann jetzt, das ist jetzt hier so ein Beispiel, wo auf dem Titelblatt mehr geboten wird. Was wird hier geboten? Hier ist der Titel, das oben. Dann ist der Plan, das sind diese grau unterlegten Teile. Und dann ist der erste Satz des Textes da, das ist eine Gesamteinführung in das Exponat, was da überhaupt gemacht wird. Und dann kommen kurze Absätze zu den einzelnen Kapiteln. Da wird erläutert, was in den einzelnen Kapiteln so zu erwarten ist. Und das Ganze ist dann noch gespickt mit drei sehr schönen und aussagekräftigen philatelistischen Belegen. Warum sind die aussagekräftig? Der erste wird zum Beispiel so interpretiert, dass man da sagt, ja, der teilweise Druckausfall visualisiert das Entstehen der frühesten mesoamerikanischen Hochkultur der Olmeken, das ist ein Teil des ersten Kapitels. Dann ist da die Rede von der Fremdartigkeit dieser Kulturen, das sieht man dann auf dieser nicht ausgegebenen Marke von Mexiko da, diese blaue. Und dann ist unten ein sehr schöner Abzug vom Urstempel von der vierten Ausgabe von Guatemala von 1878 mit einer ja, zeitgenössischen Indianerin, darf man glaube ich gar nicht mehr sagen. Also in die indigenen Frau, ne, die aber auf die eben dadurch, dass sie diese indigenen Züge hat, auf diese alten Kulturen deutet. Das ist eine sehr gute Variante. Da passiert sehr viel auf dieser Seite und das ist aber alles auch mit Sinn und Verstand. So, dann, also soweit, wir sehen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also nochmal, das fände ich nicht gut. Das ist absolut okay. Und das ist dann eine Variante mit einer individuellen Gestaltung und mit mehr Aussagekraft, die dann eben, was den Titel angeht, noch viel besser ist. So, jetzt habe ich noch gar nicht, jetzt haben wir ja den Plan immer nur gesagt, da ist der Plan. Und jetzt muss man es natürlich, und das ist viel wichtiger noch als die Gestaltung der Titelseite, anschauen, was sind denn jetzt gute und was sind nicht so gute Pläne, beziehungsweise welche Pläne erfüllen die Grundanforderungen, welche vielleicht auch noch diese Zusatzerfolge. So, ich hatte schon beim letzten Mal das Beispiel Schach genommen, das nehme ich jetzt mal wieder. Wir schauen uns jetzt mal hier diesen Plan an, wenn Sie vielleicht mal eine Minute da drauf gucken. Titel heißt Schach, das königliche Spiel. So, die Frage ist jetzt, erfüllt dieser Plan die Grundanforderung? Antwort: Nein. Warum nicht? Weil die Kapitel 2 bis 6 sind sehr, sehr einfache Aufzählungen. Da passiert inhaltlich sehr, sehr wenig. Da kann man sich nicht viel darunter vorstellen, was jetzt da wirklich thematisch ausgearbeitet ist, außer dass man annimmt, dass das dann auf den Blättern noch so weitergeht und auch nur so eine Aneinanderreihung oder so ist. Also da ist von Geschichte erzählen und roter Faden oder Aussagekraft oder so ist da nichts. Das erste Kapitel ist in dem Sinne besser, aber das erste Kapitel ist dann das einzige, wo hier wirklich die geschichtliche Entwicklung stattfindet und die findet jetzt auch dann hier nur bis zum Jahr 1500 statt, weil diese Veränderung der Regeln etwa im Jahr 1500 stattgefunden haben. Das ist nicht angemessen der Bedeutung wegen, also oder sagen wir mal so, dieses Thema, die Themen, die in dem ersten Kapitel da abgehandelt werden, die sind viel bedeutungsvoller, als dass das nur ein einzelnes Kapitel sein dürfte im Vergleich zu den anderen. Das siebte Kapitel ist ein bisschen besser, weil
Da ist schon ein bisschen was von Aussagekraft steht, aber insgesamt können wir festhalten, das erste Kapitel ist zu knapp im Vergleich zur thematischen Bedeutung dieses Aspekts. Kapitel 2 bis 6 haben keine Entwicklung des Themas, es ist eine einfache Aufzählung und damit sind die Grundanforderungen nicht ganz erfüllt. Man könnte also hier nur, also maximal 11, vielleicht nur 10 Punkte diesem Plan geben. Also keine 12. So, jetzt gucken wir mal hier diesen an. Wenn Sie das auch mal ein bisschen lesen. Dann geht das hier noch weiter. So, das ist ein guter Plan. Das ist sogar ein sehr guter Plan. Hier wird tatsächlich eine Geschichte erzählt. Das ist alles logisch. Es gibt eine, also ist eine historische Entwicklung. Die Formulierungen sind so, dass man sich was vorstellen kann, was da auf den einzelnen Blättern dann auch passieren wird, sodass also man hier sagen kann, das ist eine logische Struktur. Es ist streng nach historischer Entwicklung. Es ist ausgewogen. Die einzelnen Kapitel entsprechen etwa auch der thematischen Bedeutung, die das dann hat. Das ist aussagekräftig. Man kann sich da was vorstellen. Das ist eine durchgehende Geschichte. Das ist sehr gut, das erfüllt alle diese Grundanforderungen. Und ich würde sagen, das Geschichte erzählen, da würde ich 2 von den 3 Punkten für die Zusatzerfolge noch dazu geben. Also ich würde hier 14 Punkte für diesen Plan geben. So, warum dann nicht 15? Ja, weil das noch ein bisschen schöner geht. Das ist jetzt dieselbe Struktur wie eben, nur die Formulierungen sind jetzt noch ein bisschen. Wunder, das ist halt immer, jedes Kapitel ist sozusagen als ein Satz formuliert. Und das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen vielleicht dann anzuschauen. Also da würde ich jetzt sagen, das ist eine perfekte Aussage der vier Geschichte. Das ist optimal, da kann man ja 15 Punkte geben. Ist es ungefähr rübergekommen, was jetzt diese Zusatzerfolge hier beim Plan, worauf es dann da ankommt? Oder sind da Fragen? Sonst würde ich hier sagen, sollten wir an dieser Stelle. Das sind also die Grundanforderungen, korrekte Zusammenstellung und Anordnung der philatelistischen Stücke in Übereinstimmung mit dem Plan. Also das ist zum Beispiel, dass die Reihenfolge der Stücke auf den Blättern und auch die Blätter insgesamt und so weiter, dass das logisch und korrekt ist. Ja, dann ist es ganz wichtig, die Beziehung zwischen den philatelistischen Stücken und dem thematischen Text. Das ist aber alles nichts Neues. Die sorgfältige Ausarbeitung auch. Und jetzt kommt eine Formulierung, ist jetzt neu, nämlich die mit dem roten Faden. Ich sagte ja, alles, was mit roten Faden und Geschichte erzählen zu tun hat, wird jetzt mehr in dem Reglement thematisiert. Roter Faden, der die einzelnen Blätter und Kapitel zu einer zusammenhängenden Geschichte verbindet. Und das ist jetzt sogar schon eine Grundanforderung. Dann die vollständige Berücksichtigung, das hatten wir auch früher schon. Was sind Zusatzerfolge? Dass es ausgewogen ist, gemäß der Bedeutung für das Gesamtthema und die Tiefgründigkeit. Tiefgründigkeit heißt, dass es nicht nur so offensichtliche thematische Dinge da gibt, sondern dass da auch ein bisschen schwierigere Beziehungen, Querverbindungen, Verzweigungen, Ursachen und Wirkungen, also thematisch anspruchsvollere Dinge gemacht werden. Ich darf vielleicht an dieser Stelle meine eigene Kritik an dem Reglement vielleicht auch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Das ist aber jetzt meine private Meinung. Ich sage das dann immer an der Stelle dann dazu. Ich fände, dass dieses mit dem roten Faden eher zu den Zusatzerfolgen zählen sollte und dass diese Ausgewogenheit, weil das ist eher eine Selbstverständlichkeit, zu den Grundanforderungen gehören würde. Also ich würde, fände es besser, wenn man das tauschen würde. Das konnten wir jetzt bei der Übersetzung, mussten wir aber den englischen Text übersetzen, weil der ist maßgebend und wir konnten jetzt nicht da unsere eigene Meinung dann da reinbringen und ein neues Reglement schreiben. Insofern ist die Übersetzung, die Damian und ich gemacht haben, eine reine, wirkliche Übersetzung des englischen Textes. Aber wie gesagt, meine private Meinung ist, dass das etwas unglücklich ist und dass es mit dieser Geschichte erzählen, roten Faden, eher zu den Zusatzerfolgen gehören sollte und dafür die Ausgewogenheit eher zu den Grundanforderungen.
Ist aber auch ein bisschen akademische Diskussion natürlich. So, wie kriegt man das hin? Das kriegt man schon mal dadurch gut hin, indem man sich klar macht, welche Art von thematischen Texten es in thematischen Exponaten überhaupt gibt. Und da gibt es drei, nämlich die Blattüberschriften, dann sogenannte verbindende Texte, die diesen roten Faden herstellen, und die thematischen Detailerläuterungen zu den einzelnen Belegen, teilweise zusammen mit den philatelistischen. Wobei diese verbindenden Texte und die Erläuterungen zu den einzelnen Belegen auch durchaus in einem Text zusammengefasst werden können. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie man das gut hinkriegen kann. Das ist jetzt wieder aus dem Thema Schach. Das ist jetzt hier die Gesamtseite und die analysieren wir jetzt mal im Einzelnen. Also jetzt erstmal hier, dass man einen Eindruck hat über die Seite insgesamt. So. Zunächst sollte es eine Verbindung zwischen dem Plan geben, zwischen dem Plan und den einzelnen Blättern. Das schafft man dadurch, dass man die Gliederung, also den Punkt aus der Gliederung hier wiederholt. Empfehlenswert ist, dass man nur den der zweiten Stufe wiederholt, denn der erste würde sich langweiligerweise dann über zig Blätter dahin ziehen und das würde ich nicht machen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, nur diese zweite Untergliederungsstufe dann auf das Blatt zu schreiben. Das würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man da fünf Blätter oder so zu diesem Punkt hat, damit man weiß, wo man ist. Dient also erstmal der Verbindung zu dem Plan und einer ersten Orientierung, wo bin ich jetzt überhaupt. Dann ist es sehr empfehlenswert, für jede Seite eine individuelle Blattüberschrift zu haben, damit man auch weiß, worum es denn jetzt auf diesem Blatt geht. Das ist jetzt hier das indische Vier-Parteien-Würfel-Chaturanga, ein Abbild der altindischen Armee. Das ist individuell, das würde jetzt nur auf dieser Seite stehen. Und das ist der rote Faden dann von Blatt zu Blatt. Das heißt, wenn man sich diese Überschriften hintereinander anguckt, dann hat man, wenn das gut gemacht ist, die komplette Geschichte des Exponates. Dann gibt es in der Regel so einen einführenden Text in die Seite, insbesondere wenn das die erste Seite des Unterkapitels ist. Das ist dieses blau unterrahmte. Ja, und dann gibt es hier einen individuellen Text zu den Belegen. Das ist jetzt hier schon eine Mischung aus philatelistischen und thematischen Belegen, weil jetzt da steht die Phasenprobe veranschaulich in die schrittweise Entstehung des Chaturanga. Von der schrittweisen Entstehung ist in diesem blauen Text dann auch die Rede. So, und dann geht das auf dem Blatt weiter. So ein roter Fadentext kann dann durchaus auch auf den einzelnen Blättern, nicht nur am Anfang, sondern auch auf den Blättern dann nochmal wiederkommen. Das ist hier wieder dieses blau eingerahmte. Und das andere, das sind dann die individuellen Erläuterungen zu den einzelnen Belegen, die das dann vertiefen, wobei man diesen Text auch so zusammenfassen kann. Also hier bei dem unteren Beleg ist das so, dass der rote Fadentext, das ist der erste Satz, und dann der Detailtext der zu dem Beleg führt, dass das eine Einheit bildet. Das kann man machen, das muss man nicht, aber das ist also dann möglich. Und dann ganz unten ist dann noch der philatelistische, die philatelistischen Texte lassen wir jetzt an dieser Stelle erst nochmal weg, weil wir ja bei der thematischen Ausarbeitung sind. Philatelistische Texte kriegen wir nachher. Ist das ungefähr klar? Scheint so zu sein. Okay. So, dann haben wir jetzt hier mal ein Beispiel, wo das Zusammenspiel zwischen Text und Material überhaupt nicht gut ist. Hier geht es darum, dass hier Kinder Musikinstrumente lernen. Wenn wir jetzt mal den Text da unter dieser ersten Reihe da schon mal angucken, dann steht da, eigenes Musizieren beschränkt sich an der Reiter, rhythmisches Schlagen mit Triangeln, Hölzern, Topfdeckeln oder anderen Küchenutensilien, bevor Melodien auf anderen Instrumenten und das häufigste ist die Blockflöte. So, spiegeln die Belege das wider? Naja, nicht besonders. Die Reihenfolge ist schon mal bei den Belegen anders als in dem Text, weil bei dem Text fängt das mit dem rhythmischen Schlagen mit Triangeln und so weiter an. Dann würde ich dann auch mal als erstes die Triangel nehmen. Dann sind die anderen Dinge da, Hölzer und Topfdeckel und so, die kommen nicht vor. Und dafür haben wir dann aber dreimal die Blockflöte.
was völlig überflüssig ist. Ja, es gibt diese Marken sind ja auch nicht philatelistisch irgendwie besonders interessant, sodass es also keinen Grund gäbe, da drei Stück hinzumachen. Und wie gesagt, und die Anordnung in dem Text und bei den Belegen ist nicht gleich. So, noch schlimmer wird das jetzt in dem mittleren Block. Da steht dann erst ab circa 6 Jahren können die schwierigen Instrumente wie Geige, Querflöte oder Klavier erlernt werden. Ja, jetzt Geige finden wir, Querflöte finden wir auch, Klavier auch, das ist rechts. Aber dann finden wir jetzt auf einmal zwei zusätzliche Instrumente, nämlich Gitarre und Akkordeon, die sind gar nicht erwähnt. Also das ist auch nicht gut. Ja, und dann, was soll jetzt da unten dieser gemachte FDC mit der Ersatzfrankatur, der wahrscheinlich auch nicht portogerecht ist, der wiederholt jetzt einiges davon, was wir eben schon mal so hatten, bringt aber auch dann nichts Neues und ist dann völlig überflüssig und philatelistisch sowieso auch nicht besonders gut. Das heißt also, das ist jetzt hier eine Seite, wo man sagen würde, das erfüllt die Grundanforderungen an thematische Ausarbeitung nicht. So, dann hatten wir gesagt, eben Zusatzerfolge kann man dadurch beispielsweise erzielen, indem man Querverbindungen und Vergleiche macht. Und das sehen wir jetzt hier. Hier geht es, was kommt jetzt hier? Wer kann die, was habe ich denn jetzt? Ein Teilnehmer hat Untertitel aktiviert. Wer kann die Transkription? Untertitel ist eine automatische Übersetzung ins Englische. Ach so, Ich okay. denke, das ist der Bill Hedley. Ja, okay. Ja. Ja, also Querverbindungen und Vergleiche. So, hier geht es, das ist aus einem Exponat über altamerikanische Kulturen. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dann sieht man drei Belege aus dem Bereich Altamerika, aber drei aus der alten Welt, nämlich aus dem alten Ägypten. Und was hier gemacht wird, ist, dass das verglichen wird thematisch. Diese Gestaltung der Skulpturen in Altamerika ist sehr, sehr idealisierend und für uns sehr, sehr fremdartig. Das sieht man auch auf den drei Belegen, während die in der alten Welt eher so eine Mischung aus Idealisierung und Realismus ist. Das ist bei Griechen und Römern und so weiter noch realistischer als bei den Ägyptern. Und hier wird eben das miteinander verglichen. So, das ist etwas, was man nicht auf den ersten Blick unbedingt erwartet. In einem Exponat über altamerikanische Kulturen würde man jetzt ja nicht unbedingt auch hier solche ägyptischen Dinge hier erwarten, aber das ist ein gutes Beispiel und das ist eine gute thematische Erweiterung, die auch noch weitere philatelistische Chancen eröffnet, denn der Die-Proof da aus Ägypten, beziehungsweise auch die letzte Einschreibgangssache mit der gleichen Marke als Zusatzfrankatur ist, das sind beides ja auch philatelistisch schöne Stücke. Ja, also das ist etwas, was jetzt hier bei Ausarbeitung des Themas zu Zusatzerfolgen tatsächlich führen würde. So, wieso geht jetzt hier? Ah ja, so. So, also so viel zu dem Thema Ausarbeitung des Themas. Und dann haben wir Innovation, da hat sich überhaupt nichts geändert. Deshalb will ich da auch jetzt nicht besonders drauf eingehen, außer eine Prognose, die ich wage, in 10 Jahren gibt es dieses Unterkriterium mit den 5 Punkten nicht mehr. Da ist im Moment auch schon niemand mehr mit glücklich. An sich ist das auch überflüssig. Man könnte das in die anderen Kriterien integrieren. Dass es ja immer noch diese 5 Punkte da gibt, ist eigentlich eher so ein Relikt aus dem Reglement von 2000. Es hat keine hohe Relevanz als eigenständiges Bewertungskriterium. Im Prinzip könnte man die 5 Punkte beispielsweise der Ausarbeitung zuschlagen. Und da wird die Innovation ja bei der Ausarbeitung auch mit bewertet. Ja, also da würde ich jetzt aber, ja, ich mache hier ein Beispiel, mache ich dann doch noch, für Innovation. Das ist hier, da werden Abarten thematisch interpretiert. Es geht darum, dass Kopernikus das heliozentrische, also vom geozentrischen zum heliozentrischen
Weltbild ja geführt hat. Das Heliozentrische ist das, wo dann eben die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Vorher bei dem Geozentrischen war es die Erde. Die waren ja der irrigen Annahme, dass die Sonne um die Erde kreist bis dahin. Und der Kopernikus hat das dann geändert. Und hier sieht man anhand dieser Abarten, wie die Sonne in den Mittelpunkt des Universums rückt. Ja, Sie sehen das ja mit diesem, auf der einen fehlt die Sonne zunächst einmal, dann ist die Sonne so ein bisschen versetzt, weil der Druck nicht ganz gelungen ist. Und man kann das visuell sehen, wie die Sonne da in den Mittelpunkt rückt. Das ist natürlich eine schöne Interpretation dieser Abarten und das ist Innovation, aber das könnte man genauso gut unter Ausarbeitung des Themas natürlich auch mitbewerten. So, damit wäre ich mit dem Block Titelplan und Ausarbeitung des Themas fertig. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Hauptblock. Das sind Kenntnisse und die sind ja bekanntlichermaßen in der thematischen Philatelie unterteilt in thematische und philatelistische. Wir fangen jetzt mit den thematischen Kenntnissen an. Die Bewertungskriterien, die Grundanforderungen sind angemessene, präzise und korrekte thematische Kenntnisse. Das heißt, dass überhaupt erstmal alles stimmt von der thematischen Seite her. Ja, dass dann nicht irgendwelche Dinge behauptet werden, die einfach nicht stimmen oder dass das Material nicht zu der Aussage passt und so weiter. Das sind die Grundanforderungen, das ist aber eigentlich klar. Wofür gibt es jetzt Zusatzpunkte? Ja, wenn man wirkliche thematische Forschung in Bezug auf Details gemacht hat, im Text und im Material, wenn man neue Funde hat und das ist jetzt auch die grau unterlegten sind in Reglement neu. Überraschendes Material hat, das auf den ersten Blick nicht zum Themengebiet zu gehören scheint, aber zur Geschichte der jeweiligen Seite passt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, eine Abgrenzung zu Ausarbeitung des Themas hier zu finden. Das überschneidet sich, Ausarbeitung des Themas und thematische Kenntnisse. Das ist aber auch eine akademische Diskussion, die brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht zu führen. So, wir schauen mal ein paar Beispiele an. Erstmal ein Beispiel dafür, was thematisch nicht korrekt wäre. Beispielsweise, wenn man Ortsnamen verwendet, die mit dem Thema, was man da behandelt, gar nichts zu tun haben. Berühmtes Beispiel sind diese Städte Newton in den USA. Wenn man die jetzt beispielsweise in Physik oder Mathematik zu dem Thema Isaac Newton nehmen würde, dann ist das falsch. Weil nämlich dieser Ortsname nicht von Isaac Newton stammt, sondern das ist eine Verballhornisierung des Wortes New Town, und zwar in allen Fällen in den USA. Das heißt, die Verwendung eines solchen Ortsstempels wäre thematisch falsch. Das wäre ein Verstoß gegen die Grundanforderung. Wie sollte man korrekterweise Ortsstempel benutzen, indem man beweist, wo der Name herkommt, das ist jetzt hier bei dem Ortsnamen Euclid in Ohio für ein Exponat Mathematik so. Da steht dann hier, die ersten Siedler waren 1797 Landvermesser, die die Gegend nach ihrem Schirmherrn Euclid benannten. Und damit ist dann klargestellt, dass das passt und damit ist das in Ordnung. So, jetzt hatten wir eben gesagt, die Zusatzerfolge sind beispielsweise durch Details zu erreichen. Und ein tiefes thematisches Detailwissen ist zum Beispiel dadurch belegbar, dass man bei Kongressen oder Konferenzen weiß, was da behandelt wurde und die Belege dann diesem Thema zuordnet. Das heißt also, dass man so einen Beleg hier beispielsweise nicht in irgendeinem Kapitel hat, Konferenzen, Kongresse oder so, sondern dass man das so thematisch in die Geschichte einbaut, dass dann wirklich die Themen, die dort behandelt wurden auf diesem Kongress, dass die da eingebaut werden. So, und hier ist es jetzt, habe ich erforscht, dass die beispielsweise sich über Grundlagen der Mengenlehre damit beschäftigt haben und mit sogenannten axiomatischen Formalismus, was immer das jetzt ist, das will ich jetzt hier nicht erläutern, wir machen ja
Ja, thematische Philatelie und nicht Mathematik. Und das ist dann hier in dem Text auch dargestellt. Und damit hat man eine, sagen wir mal, tiefgründige, auf Detailwissen beruhende Bearbeitung dieses Stückes hier geleistet. Und das ist gemeint mit tiefen, thematischen Kenntnissen und Details und so weiter. So, überraschendes Material. Ein Beispiel. Das ist aus einer Sammlung über Mathematik und da ist auf einmal hier so eine griechische Leier. Da sagt man, was hat denn das da bitte schön damit zu tun? Was hat denn das mit Pythagoras zu tun? Das hat eine Menge mit Pythagoras zu tun, weil die ganze pythagoreische Schule sich auch mit Musiktheorie beschäftigt hat und die haben herausgefunden, dass das, was wir als harmonische Intervalle, so Sekunde, Terz, Quinte und so weiter empfinden, dass das auf einfachen Proportionen zwischen den Saitenlängen von Saiteninstrumenten basiert. Und damit haben sie eine Verbindung zwischen ihrer Zahlentheorie und diesem physikalischen Phänomen Musikintervalle hergestellt. Also das könnte man jetzt eben in einer Sammlung über Mathematik machen, das kann man aber auch in einer Sammlung über Physik und Akustik machen. Und das ist ein schönes Beispiel für solches überraschendes Material, was auf den ersten Blick nicht in das Thema zu passen scheint, aber dann mit einer gewissen thematischen Forschung eben dann doch. So. Das wären jetzt hier so zwei Beispiele, wie man also da zu Zusatzerfolgen bei der thematischen Kenntnissen kommen kann. Dann verlassen wir das Thema thematische Kenntnisse und widmen uns den philatelistischen Kenntnissen. Die Grundanforderungen sind volle Herr Übereinstimmung. Maas, Ja? ich hätte da eine Frage zu den Ortsstempeln, zu den Beispielen, die Sie Ja? genannt haben. Ja? Ich sag jetzt mal bei der ursprünglichen Besiedlung Amerikas, da ist die erste Kultur, die wird Clovis-Kultur genannt, Ja, weil man in dem Ort Clovis in New weiß. Mexico Hat man diese Artefakte gefunden, ja. diese Artefakte gefunden, Pfeilspitzen und Speerspitzen und solche Ja. Sachen. Und wenn ich jetzt einen Beleg zeige mit diesem Ortsnamen, ist Ja. das dann korrekt? Ja, ist korrekt. Also das geht in beide Richtungen. Ich weiß, ich glaube, Ihre Frage bezieht sich ja darauf, was muss jetzt, wo, also wie ist die Ursache und Wirkung, ne? Ja, Also genau. ich hatte diese Beispiele, die ich jetzt hier hatte, oder diese mit dem Euklid, das ist ja so, dass der Euklid ist der Namensgeber für die Stadt. Bei Ihrem Beispiel ist es umgekehrt. Da ist Genau. der Name der Stadt ist der Namensgeber für dann dieses thematische Detail. Ja, Das genau. geht aber so rum auch. Okay. Aber wenn Sie den Text so schreiben, wie Sie das gerade beschrieben haben, haben Sie einen hinreichenden Zusammenhang hergestellt. Diese Kultur ist danach benannt und damit ist das okay. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank. Ja, aber gut, das ist gut, dass Sie das gefragt haben, dass das also sowohl in der einen wie in der anderen Richtung geht. Ja, das ist wichtig, dass wir das festhalten und das ist auch okay so. Vielen Dank für die Okay, Erläuterung. ja. So, also dann sind noch weitere Fragen zu thematischen Kenntnissen. Dann gehen wir dann hier jetzt zu den philatelistischen Kenntnissen. Volle Übereinstimmung mit den Regeln der postalischen Philatelie, das heißt also beispielsweise keine ganze Hand kaputt schneiden oder sowas. Geeignetheit der postalischen Dokumente, da gibt es ja im Reglement sehr starke Ausführungen darüber, wann wir einen Beleg nehmen dürfen, beziehungsweise oder auch nicht, also und wann wir ihn thematisch interpretieren dürfen. Die Grundregel ist ja die, das, was wir thematisch auswerten, muss postalischen Ursprungs sein. Und das ist ja ein bisschen schwierig und das wird auf mehreren Seiten im Reglement ja dargestellt. Das ist hiermit gemeint. Angemessenheit und Korrektheit des philatelistischen Textes. Und jetzt kommt ein sehr spannender Nebensatz. Sofern ein solcher erforderlich ist.
Und das ist sehr interpretationsbedürftig und deshalb werden wir das gleich nochmal anhand von Beispielen diskutieren. So, und das Wichtigste ist, und das wissen wir ja alle, den besten Nachweis über philatelistische Kenntnisse macht man über die Vielfalt des Materials, was man da verwendet. Und wenn man da eine gute Vielfalt hat, dann erfüllt man die Grundanforderungen. Und wenn man eine ganz tolle Mischung hat, dann sehen Sie hier, dann ist man bei den Zusatzerfolgen. Ja, Material, das im Rahmen des Themas nicht oder wenig erforscht worden ist. So, und dann zu den philatelistischen Studien komme ich gleich auch nochmal, weil es da ein bisschen Trends aus den anderen gibt, die uns da ein bisschen Mühe machen. Also das Wichtigste ist eigentlich geblieben. Also wenn ich Sie vorher gefragt hätte, was ist das Wichtigste bei den philatelistischen Kenntnissen, dann hätten, glaube ich, alle gesagt, ja, die Mischung des Materials, dass man da sehr viele Materialarten hat. Das ist auch nach wie vor so. Und wenn man da eine gute Mischung hat, erfüllt man die Grundanforderungen. Wenn man eine noch bessere als gute Mischung hat, dann hat man auch die Zusatzerfolge erfüllt. Das ist eigentlich, das ist etwas, was sich nicht geändert hat. Wie gesagt, wichtig ist dann hier das mit dem Text, sofern er erforderlich ist, das werden wir gleich mal sehen, und die philatelistischen Studien. So, jetzt mache ich ein Beispiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist also das, was ich jetzt hier erkläre auf den nächsten drei Seiten, das ist nicht erforderlich für 80 Punkte, sondern das ist dann jetzt wirklich dann Zusatzerfolge auf sehr hohem Niveau. Ich rede jetzt hier über Materialvielfalt. Und zwar sehr, sehr differenziert. Ich zeige jetzt hier drei Seiten, die zum Thema haben, Kolumbus entdeckt Amerika. Das ist klar, dass sich dafür irgendwie wahrscheinlich die Marken aus dem Kolumbus-Satz von 1893 von den USA irgendwie eignen. Und insbesondere die 30-Cent-Marke, dann werden wir gleich auf den anderen Seiten mit die 10- und 15-Cent-Marke sehen, weil da immer noch indigene Menschen mit da drauf sind, die er dann mitgebracht hat. Das eignet sich für das Thema natürlich dann auch noch besonders gut. So, was kann man machen? Ja, man könnte die drei Marken zeigen. Naja, das ist dann schon ganz gut, aber geht ja vielleicht noch besser, indem man statt der Marken Proben zeigt. Und dann geht das noch besser dadurch, dass man unterschiedliche Arten von Proben für diese drei Marken zeigt. Wie gesagt, ich gebe zu, das ist auf sehr hohem Niveau. Denn diese Proben gibt es tatsächlich in unterschiedlichen Typen. Und es ist jetzt hier auf diesen drei Seiten, die ich hier zeige, gelungen, wirklich auch für jede der drei Marken einen anderen Typ von Proben zu haben. Also hier ist es erstmal so ein Large Dye-Proof, der eingelassen ist. Also das ist aber irgendwie das Übliche. Die übergehe ich mal. So, und auf der letzten Seite sehen wir hier in der Mitte, sieht man meinen Mauszeiger oder kann man den sehen? Okay, da ist dann für die 10-Cent-Marke ein sogenannter Ferrotopie-Essay, das ist dieses rechts hier, weil man da aber das Motiv nicht so besonders gut sieht, ist dann die Marke dazu genommen. Und es ist erklärt, was das ist. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist jetzt auch weg. Und für die 15-Cent-Marke habe ich einen Dye-Proof genommen, der nur das Mittelstück zeigt. Also es sind jetzt tatsächlich drei verschiedene Typen von Dye-Proofs, die jetzt hier herangezogen werden. Wenn man die drei Blätter insgesamt sieht, dann ist hier ein Plattenblock, dann hier unten ein Dye-Proof. Hier ist auch wieder ein Dye-Proof, aber von einem anderen Land. Das ist hier von Peru. Auch wieder nur von dem Mittelstück. Dann ist hier eine Plattenprobe. Und hier ist auch noch ein sehr besonderes Stück von Spanien. Es gibt ja in Spanien, ich glaube, 1930 ein Satz, der auch hier mit der Entdeckung von Amerika zu tun hat. Und da ist das hier der gezeichnete Entwurf, der dann sehr, sehr ähnlich realisiert worden ist. Warum der nicht genauso realisiert worden ist, ist dann in dem Text erklärt. Und das ist natürlich ein Unikat und ist ein besonders gutes Stück. So, und dann auf der dritten Seite, hier dann auch nochmal von einer anderen spanischen
Marke, ein Abzug vom Urstempel, aber auch noch etwas Besonderes, nämlich das ist eine Phasenprobe, weil das ist ja noch nicht ganz fertig, da die Marke. Und das ist in dem Spezialkatalog, der in Spanien mit diesen Dingen handelt, nicht gelistet. Das heißt, das muss auch dann sehr, sehr selten sein. Und damit jetzt aber nicht nur hier so Proben und so weiter sind, ist das dann noch ergänzt durch ein sehr schönes postgeschichtliches Stück da unten. Es war ja so, dass der Kolumbus bis zum Ende geglaubt hat, er wäre wirklich in Indien gewesen. Und dieser Irrtum ist ja im Prinzip erst durch diesen Amerigo Vespucci, nachdem ja der Kontinent auch Amerika benannt wurde, aufgedeckt worden, dass es wirklich sich um einen neuen Kontinent, also eine neue Welt handelt. Und hier ist ein Schiffsstempel New World. Das passt natürlich dann wunderbar und ist dann eine auch philatelistische Variation zu den vielen Proben, die hier auf den drei Seiten sind, damit hier dann auch mal ein Postgeschichten-Update gezeigt wird. Also das ist, ich hatte gesagt, erfüllt hier diese Anforderungen an Materialmischung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, es sind unterschiedliche Länder, unterschiedliche Arten von Entwürfen und so weiter. So, dann haben wir zwei Probleme mit anderen Klassen bei diesem Thema und deshalb will ich das hier dann mal erwähnen. Ich hatte gesagt, in unserem Reglement steht, dass es um Angemessenheit und Korrektheit des philatelistischen Textes geht, sofern ein solcher erforderlich ist. Und jetzt die Frage, was das heißt. In der Postgeschichte, in der traditionellen Philatelie und in anderen Klassen ist es so, dass die philatelistischen Beschreibungen ja Teil des Themas sind und daher sind die gewohnt, dass bei allen Belegen philatelistische Beschreibungen erforderlich sind. Jetzt kommt noch eine weitere Tendenz dazu aus der Open Philatelie. In der Open Philatelie ist es ja so, dass man außer dem philatelistischen Material auch noch das nicht-philatelistische Material hat, also eine immense Materialartenvielfalt. Und weil man da diese Materialarten in der Regel gar nicht so kennt, ist es dort auch fast üblich, also bis auf einfache philatelistische Stücke, alle Stücke von ihrer Materialart her zu beschreiben. Das ist auch dort irgendwie sinnvoll. So, wie jetzt kommen also aus diesen anderen Klassen, kommt jetzt so ein bisschen die Anforderung oder die Erwartung, wir sollten eigentlich noch mehr philatelistische Texte schreiben, als wir das bisher getan haben. Aber wir können uns immer darauf berufen, naja, bei uns steht aber, sofern ein solcher erforderlich ist. So, was machen wir denn jetzt? Also, bei uns sollte die Regel dann wie folgt sein, bei einfachen philatelistischen Stücken keine philatelistische Beschreibung. Aber Beschreibung erforderlich bei allen interessanten und bedeutsamen Stücken und auch bei nicht alltäglichen Frankaturen. Wir hatten früher so ein bisschen die Art, naja, da haben wir dann einen schönen Brief gefunden, wo dann irgendwie unsere thematische Marke irgendwie eine Fünffach-Frankatur oder sowas war und dann haben wir diesen Brief genommen, natürlich, den wir auch heute noch, aber wir haben dann nicht erklärt, ob der denn jetzt überhaupt porto-echt ist und da geht der Trend eindeutig dahin, das sollten wir tun. Ich mache jetzt mal hier glaube ich, zwei Beispiele. Wir gucken uns erstmal hier diesen Beleg hier an. Schauen Sie erstmal auf den Beleg und dann erst auf die Beschreibung. Thematisch geht es um den Ort Chalchihuites, und dann ist hier in dem Text rechts erklärt, was das thematisch dort zu tun hat. So, darauf kommt es jetzt aber gar nicht an. So, was ist an die, ist dieser, also lohnt es, diesen Beleg philatelistisch zu beschreiben? Ja, auf jeden Fall, denn der hat verschiedene Besonderheiten. Und diese verschiedenen Besonderheiten, die sollte man dann auch hier erwähnen. Wir sehen zunächst einmal, das ist eine Viertelung einer Acht-Reales-Marke, weil sie keine Zwei-Reales-Marken hatten. Das ist also jetzt schon mal sehr erwähnenswert aus der traditionellen Philatelie heraus. Dann ist es durchaus interessant, weil das hier eine interessante Zeit mit Gebühren war, die Gebühren zu erklären, inklusive des Zeitraums. Dann geht es ja hier um den Stempel. Das heißt, es ist auch schön, wenn man dann noch weiß, wann dieser Stempel
benutzt worden ist. Ja, und das ist alles auch hier, wenn Sie das mal da durchlesen, das ist in dem Text tatsächlich dann so gemacht. Ja, und dann gibt es noch einen ziemlich neuen Trend, also bei bedeutenden Stücken die Provenienz anzugeben. Das ist im Reglement noch nicht erwähnt. Aber ich hatte ja gesagt, ich rede nicht nur über das Reglement, sondern ich rede auch über neue Trends. Und einer dieser Trends ist, dass man die Provenienz angeben kann. Warum? Weil sie die Bedeutung des Stückes irgendwie unterstreicht. Also wenn man weiß, aus welcher bekannten Sammlung das ist, dann ist es durchaus üblich, mittlerweile das dann dahin zu schreiben. Das ist kein Muss. Also wir würden jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt immer da sowas da hinschreiben. Ich meine, unsere Sammlungen sind ja auch keine Auktionskataloge. Aber wenn man das weiß und wenn es wirklich aus einer bekannten Sammlung ist, dann kann man das durchaus machen. Es unterstreicht die Bedeutung, die philatelistische Bedeutung des Stückes. So, hier ist jetzt ein schönes Beispiel von drei Stücken, die auf einer Seite sind. Es geht hier darum, thematisch um den Übergang von dem Jäger- und Sammlertum der alten Amerikaner zu mehr Sesshaftigkeit. Das kommt daher, dass diese Großwild die Jagd auf das Großwild nicht mehr möglich war, weil das Großwild im Wesentlichen ausgestorben war. Es mussten sich irgendwas überlegen, wie sie dann klarkamen. Sie mussten ihre Nahrung umstellen auf kleinere Tiere und auf mehr vegetarische Ernährung und auch auf Fische. Und das ist hier an den drei Belegen thematisch dargestellt. Hier geht es jetzt aber darum, wo lohnt sich eine philatelistische Beschreibung und wo nicht und wie sollte die philatelistische Beschreibung sein. Die Punkte für die thematischen Kenntnisse, die bekommt man unabhängig davon, wie gut das beschrieben ist und auch wie gut die Stücke sind. Die Stücke sind unterschiedlich gut. In der Mitte ist der einfachste, aber die thematischen Punkte, also die Punkte für die thematischen Kenntnisse, würde man für den mittleren Beleg auch schon bekommen. So, jetzt geht es hier also um diese drei Orte und oben. Ist das ein Beleg, der philatelistisch beschrieben werden sollte? Ja, auf jeden Fall, weil das ist ein seltener Stempel. Das ist die erste Stempeltype von diesem Ort. Das ist auch noch aus der Kolonialzeit. Die Farbe spielt dann auch eine Rolle. Das ist auch ein hoher Seltenheitsgrad. Und wenn man will, kann man die Gebühr noch beschreiben. Das muss man aber nicht. Aber ich würde sagen, da es hier um den Stempel geht, sollte der Stempel auch philatelistisch beschrieben werden. Das ist auch dann hier gemacht. Bei dem mittleren Beleg ist es so, das ist eine normale chilenische Ganzsache. Das ist keine besondere Gebühr. Und die Stempeltype ist auch irgendwie was ganz Normales. Das heißt, da braucht man überhaupt keine philatelistische Beschreibung zu machen. Das ist also das, was da stand, sofern erforderlich. Hier würde ich sagen, es ist ganz klar, es ist nicht erforderlich und ist es deshalb auch nicht gemacht. Im Gegensatz zu unten. Das ist wieder ein besonders interessanter Stempel. Das ist auch ein Beleg aus der klassischen Philatelie von Mexiko. Das ist die erste Ausgabe von Mexiko. Die hatten die Besonderheiten mit diesen Bezirksaufdrucken. Das ist auch dann erklärt und erwähnt. Es ist auch die Gebühr erklärt. Was nicht erklärt ist, und das ist nicht besonders gut, ist, es fehlt also eine philatelistische Beschreibung des Stempels. Da es jetzt hier auf den Stempel sogar ankommt, wäre das eigentlich noch notwendig. Ich muss leider zugeben, dass ich das noch nicht rausgefunden habe. Aber es wäre gut, wenn das hier beschrieben wäre. Genauso wie bei dem Stempel oben mit dem Fuchs da. Weil das ist ja noch wichtiger als diese traditionelle Beschreibung, weil wir ja hier auf den Stempel abstellen und nicht auf die Marke. So. Dann komme ich nochmal zu dem Thema der philatelistischen Studie. Das hat ja eine gewisse Historie. Ursprünglich vor etwa 2000 war es üblich, durchaus auch in thematischen Exponaten eine Aneinanderreihung ähnlichen Materials zu machen. Und dann war dann die Anforderung, der thematische Text müsste da weitergehen. Und da hat man sich dann
der Regel da so ein bisschen künstlichen, so eine künstliche Weiterführung des Textes da aus den Fingern gesaugt und das da hingeschrieben, damit man das erfüllt hat. Es war durchaus üblich, sowohl einfaches wie bedeutsames Material dort zu mischen. Es hatte so ein bisschen so einen Vollständigkeitscharakter, den man da erzielen wollte. Ein gutes Beispiel sind in Dürer-Sammlungen diese Serienstempel aus dem Dürer-Jahr Nürnberg 1928. Der wurde in verschiedenen Städten verwendet. Ist auch unterschiedlich selten. Die von Ludwigshafen und Lindau sind tatsächlich selten. So. Man hat das früher dann aber so gemacht, wenn man jetzt alle 6 Stück da hatte, dann hat man die auch alle 6 dann auf 2 Seiten vielleicht dann dargestellt. Das würde man heute nicht mehr machen. Da würde man heute sagen, nein, das lohnt sich nur noch für das bedeutende Material. Und wenn man die Stempel von Lindau und Ludwigshafen hat, dann würde man auch nur die zeigen und die von Nürnberg, München, Augsburg dann weglassen. Ja, da hat sich also ein bisschen was geändert. Das nächste Thema ist, das hätte ich eigentlich hier, ich habe hier das Probleme mit den anderen Klassen, das habe ich alles schon hier erwähnt, hier ist hier die Reihenfolge der Folien, die jetzt durcheinander gekommen, Entschuldigung. Also die anderen Klassen sagen, die Materialwiederholungen mit demselben Aspekt sind überflüssig. Zum Beispiel in der Postgeschichte macht man keine Belege, die dieselben Gebühren oder dieselben Leitwege haben, wenn es um Gebühren oder Leitwege geht. So, und wir haben ja bei den Studien das so, dass wir sagen, bei den Zusatzerfolgen sind die philatelistischen Studien sogar erwähnt und eine kenntnisreiche Auswahl von bedeutendem philatelistischem Material. Das ist das, was ich da gerade mit dem Dürer erwähnt hatte. Und ich hatte ja schon erwähnt, wie man das jetzt ein bisschen anders macht. So, der Trend ist, dass wir eben sehr darauf achten, bei uns die philatelistischen Studien auch wirklich nur mit philatelistisch bedeutsamem Material zu machen, dass wir keine thematisch störenden Brüche haben und dass Materialwiederholung vielleicht sogar thematisch gerechtfertigt werden kann, wenn das möglich ist, oder das Ganze auf verschiedene Seiten oder Unterkapitel verteilen. Das mache ich jetzt mal, da mache ich, glaube ich, jetzt 2 Beispiele, um das zu zeigen. Ah ja. Jetzt kommt erst ein Beispiel, wie man bei einer Studie eine thematische Rechtfertigung, auch thematische Interpretation machen kann. Das heißt, das ist jetzt sozusagen eine doppelte Studie, sowohl vom Material her, also im philatelistischen Sinne, als aber auch im thematischen Sinne. Und es geht hier um den Wissenschaftler Pascal. Der Blaise Pascal hat sich auf 2 Gebieten getummelt. Der war auf der einen Seite Naturwissenschaftler und Mathematiker und auf der anderen Seite aber auch Philosoph und Theologe, insbesondere in seinen letzten Jahren. Und die Marke, die Frankreich 1962 ausgegeben hat, spiegelt das sehr schön wider. Auf der rechten Seite sehen Sie das Kreuz. Das steht für sein Werk Pensée, das ist das bildet diesen philosophisch-theologischen Aspekt ab. Auf der linken Seite sehen Sie ein Zahnrad von seiner Rechenmaschine und etwas zu seinen Kegelschnitten. Da dieses Senklot soll das Senklot und dieses Dreieck da sein. Ja, das spiegelt den naturwissenschaftlichen Teil ab. Das ist also die Marke erstmal schon mal ist da sehr gelungen. Jetzt geht es aber um die Frage, welches Porträt nehme ich denn? Und da gibt es jetzt hier einen Entwurf von dem Künstler, der auch wirklich die Marke dahinter entworfen hat, wo er jetzt hier ein neutrales Porträt zunächst einmal verwendet. Dann gibt es aber auch einen Entwurf, wo ein anderes Porträt genommen wurde. Und oh Graus, oh Schreck, das ist übrigens falsch, weil dieses Porträt gar nicht den Pascal zeigt, sondern da so einen anderen Herrn Louis-Isaac Lemaître de Sacy, ist hier jetzt erklärt, was das ist, das lassen wir jetzt mal weg. Aber das soll diesen religiösen Aspekt mehr in den Vordergrund stellen, weil dieser Mensch da ein Abbé war. Monaco ist sogar darauf eingefallen und hat dieses Porträt sogar genommen, um auf eine Marke für Pascal abzubilden. Das ist aber schlichtweg falsch, weil das ist nicht von Pascal.
zeigt aber bei diesen Entwürfen jetzt eine schöne thematische Geschichte. Das heißt, diese Entwürfe werden jetzt wirklich hier thematisch interpretiert. Und dann kommt jetzt hier, wie die Marke dann wirklich rausgegeben worden ist. Das ist jetzt wieder das, was auf dem ersten Entwurf ungefähr dann so war. Das heißt, diese drei Seiten sind nicht nur eine philatelistische Studie, sondern sie sind auch eine thematische Studie, weil das thematisch interpretiert wird. Das gelingt nicht immer. In diesem Falle ist das aber so. Und wenn man das machen kann, dann ist das natürlich sehr gut, weil es dann eben auch nicht diesen thematischen Bruch hat. Und wenn jetzt so ein Postgeschichtlicher oder traditioneller Philatelist käme und sagte, ja, das ist aber irgendwie eine Wiederholung oder so, dann könnte man sagen, nee, das ist ja gar nicht, weil es ist ja sogar thematisch gerechtfertigt. So, das nächste ist, dass, also, achso, hier ist noch ein anderes Beispiel, aber dann nur auf einer Seite, wie man etwas dann thematisch rechtfertigen kann. Hier geht es um den Quetzal, der Vogel Quetzal, die Federn des Vogel Quetzals wurden in den altamerikanischen Kulturen für Kopfschmuck verwendet. Und das sieht man oben, ne, bei den beiden Belegen und einmal da diese Stadt. Aber jetzt geht es um die anderen beiden Belege. Einmal diesen Zehnerblock, also aus der diese unbezähnte Probe da, und die Einzelverwendung der Marke, der 20 Centavos Marke auf einem Auslandsbrief. So, da würde jetzt ein traditioneller oder postgeschichtlicher Juror oder Kenner auch sagen, das ist ja auch schon irgendwie so eine Wiederholung. Und deshalb gibt es da jetzt so ein bisschen den Trick zu sagen, die Quetzals kommen in der Natur nicht in Scharen, das sieht man eben auf diesem Zehnerblock da, sondern nur einzeln oder in Paaren vor. Und damit ist das auch dann noch zusätzlich thematisch gerechtfertigt, warum man jetzt diese beiden Belege da hat. Der wahre Grund ist natürlich, weil sie philatelistisch bedeutsam sind und weil sie sehr schöne philatelistische Stücke sind. Herr Maas, ich hätte da noch eine Ja. Frage. Sie haben ja da jetzt diesen Stempel von Quetzaltenango von Ja. Guatemala. Jetzt gibt es auch für Guatemala diese Numeralstempel. Und da ist die Nummer 6, die symbolisiert eben dieses Quetzaltenango. Ist das dann auch akzeptabel, wenn man das Also zeigt? nur die, Oder? also da würde dann nur eine 6 auf dem Stempel stehen. Ja. Ja, genau. Also wenn, das ist, sagen wir mal so, dann ist ja dieses hier deutlich besser, weil es ja einen größeren Bezug hat. Und dann würde Ja. man sich fragen, warum nimmt man jetzt diese Krücke in Anführungsstrichen mit der 6, wenn es denn anders geht? Ja. Ja, also da ist es, ist, die Frage ist dann so zu beantworten, naja, das ist auf jeden Fall, also so ein Stempel, so ein alter Stempel, wo dann Quetzaltenango drinsteht, ist natürlich, hat natürlich dann eine deutlich höhere thematische Bedeutung als dann diese 6, wo man dann da lang erklären Ja. muss. Das ist, steht aber für Quetzaltenango und so. Das ist ja noch einmal mehr um die Ecke, ne? Ja, ist das okay? Okay, ja. Ja, Ja? zum Glück ist dieses Quetzaltenango ja so eine der großen Städte von Ja, die Guatemala und da zweitgrößte. gibt es ja mehrere Stempel. Ja, das ist die zweitgrößte Ja. nach Guatemala City. Ja, Ja. deshalb gibt es da sehr viel, ja. Vielen Quetzaltenango ist Dank. nicht selten. Also Ja. der hier dieser Beleg ist auch nicht, ist nicht selten. Der sieht ja gut aus, aber selten ist er nicht. Hier der Stempel da. Also selten sind die beiden Stücke da unten. Übrigens die Beschreibung unten mit den, dass es nur 5 Briefe gibt, die stimmt nicht. Mittlerweile habe ich rausgekriegt, das sind doch irgendwie doch etwas mehr als 10. Also das ist ein bisschen optimistisch beschrieben, das muss ich ändern. So, und die dritte Möglichkeit aus dieser Falle dieser Aneinanderreihung von gleichem Material zu kommen ist, dass es gelingt, dass so die Studien, die man da so hat oder wenn man da viel Material hat, dass man das auf mehrere Seiten verteilt. Das ist hier jetzt eine Studie, eine traditionelle Studie über die vierte Markenausgabe von Guatemala mit dieser Indian Woman. Und da ist jetzt der Entwurf, das ist auf der ersten Seite, da unten rechts, das ist ein Unikat, und zwei Essays, die sind jetzt auf einer Seite, dann gibt es noch eine andere Seite und in einem ganz anderen Kapitel, da sehen Sie, das ist hier bei Nummer 3 irgendwas, sind dann nochmal ein paar Belege, die sich dann ein bisschen wiederholen mit denen auf der anderen Seite. Aber dadurch, dass das jetzt hier auf die verschiedenen Seiten verteilt ist, ist das okay. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Trick, dass man hier in dem Text dann auch noch
das ein bisschen rechtfertigt. Muss man eben gucken. Ah ja, der eine Textblock da auf dem ersten Satz sagt: Aus der Einwanderung in mehreren Wellen resultierten unterschiedliche Merkmale der indigenen Amerikaner, hier visualisiert durch kleine Unterschiede zwischen der ausgegebenen Marke sowie dem Entwurf und dem Essay. Das heißt, das ist dann auch nochmal ein bisschen thematisch interpretiert. Und auf der anderen Seite ist von einer bunten Vielfalt die Rede, die man tatsächlich dann auch auf der Seite sieht. Der wahre Grund ist natürlich auch hier wieder, das gebe ich zu, das ist also sehr, sehr schönes Material und das wollte ich natürlich dann alles da irgendwie unterbringen. So, dann haben wir das Thema mit Borderline-Material oder Material, was nach den strengen Regeln der thematischen Philatelie, also was geeignetes philatelistisches Material ist, nicht in die Sammlung gehören. Hier ist ein Beispiel mit Borderline-Material. Das ist ein Mulready-Umschlag, aber der ist eigentlich mit Zudruck. Ich hatte das, glaube ich, im letzten Jahr schon mal erklärt. Es gibt zwei Sorten von diesen Advertising-Mulreadys. Das sind einmal die, wo das Advertising dazu führt, dass die billiger verkauft wurden. Dann ist es absolut okay, weil die ja dann eine andere Gebühr dann sozusagen haben. Das ist vollwertiges philatelistisches und geeignetes Material, aber die mit dem Zudruck ja eigentlich nicht. Das ist aber durchaus üblich in beispielsweise die philatelistische Kultur in Großbritannien ist so, dass die als vollwertiges philatelistisches Material gelten. In unserem Sinne wäre es Borderline-Material, ist aber absolut akzeptabel. Man sollte es dann eben einfach nur schreiben. Sie sehen ganz unten da den Text privately printed on a Mulready Letter Sheet, Borderline Material. Und damit ist es dann okay. So ein paar solche Stücke dürfen wir ja haben. So, das neue Reglement hat jetzt sogar einen Text, wo steht, wie viel denn jetzt eigentlich noch so gerade angemessen ist. Und da steht tatsächlich an einer Stelle, man soll die Anzahl dieser Borderline-Fälle und auch der Fälle, wo es eigentlich gar nicht zulässig ist, begrenzen. Und es steht jetzt da drin, maximal ein Stück pro Rahmen. Also ich würde es nicht ausnutzen, das wäre ja immerhin beim 8-Rahmen-Exponat 8 Stücke. Wenn die alle von derselben Sorte sind, wie beispielsweise 8 Ganzsachen mit Zudruck, das fände ich dann nicht so gut. Wenn es 8 verschiedene sind, würde ich es eher akzeptieren. Ansonsten eben möglichst so viel begrenzen wie möglich. Und hauptsächlich wegen der thematischen Bedeutung, nicht wegen der Seltenheit. Es gibt auch dafür dann keine se zusätzlichen Seltenheitspunkte, sondern das ist tatsächlich nur, wenn man die Stücke dann braucht, um irgendetwas thematisch darzustellen. So, dann kommen wir zum Thema Seltenheit. Naja, das ist klar, normales und modernes Material und zusätzlich ungewöhnliche und schwierig beschaffbare Stücke sind die Grundanforderungen, also nicht nur modernes und normales Material. Und die Zusatzerfolge sind seltene Stücke und zwar nach den Maßstäben der Gesamtphilatelie. Wichtig ist nicht nur in Bezug auf das Thema. Es gibt so Diskussionen mit Ausstellern, so nach dem Motto, ja, ich habe so ein begrenztes Thema, da gibt es keine Seltenheiten. Ja, Entschuldigung, ich habe ja dann das Thema nicht gewählt. Also, alle Exponate konkurrieren miteinander und diese in Anführungsstrichen Ausrede für mein Thema gibt es nicht viel seltenes Material, die geht mit dem Aussteller nach Hause und nicht mit dem Juror. Also wir jurieren das absolut und vergleichen die auch dann absolut und nicht relativ zu dem Thema. Ja, also das ist kein gutes Gegenargument gegen fehlende Seltenheiten. So, jetzt ist es aber ganz wichtig, der Grund der Seltenheit eines Belegs ist extrem wichtig. Jetzt machen wir mal hier so ein übertriebenes Beispiel. Also bei postgeschichtlichen Belegen kriegt man bei jedem Beleg hin, dass es ein Unikat ist. Wenn man einfach sagt, das ist ein Brief an dem Tag X des Absenders Y aus dem Ort A an den Empfänger Z in Ort B und das ist dann der einzige, den es dann gibt mit dieser Einschränkung von dem einen Ort zu dem anderen und an dem Tag. Also mit anderen Worten, den Brief, den ich heute an meine Oma schreibe, nein, die lebt nicht mehr, also
also an irgendeinen anderen Verwandten. Das ist der einzige, den es dann von mir an den an dem Tag gibt. Aber das ist ja nicht selten. Also es ist wichtig, dass die Seltenheit irgendwie einen allgemeinen Bezug hat. Das machen wir jetzt mal hier an einem Beispiel. Es geht hier um den peruanischen Ort Piura. Der thematische Zusammenhang ist so, es geht hier dann hier um das Thema Sesshaftigkeit. Und der Ortsname bedeutet Getreidespeicher. Und die Vorratshaltung von Nahrungsmitteln, das ist eine Grundlage für Sesshaftigkeit. Ja, man muss ja, wenn man vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit will, dann muss man ja irgendwie Landwirtschaft betreiben und muss dann ja für die Zeiten, wo dann nichts wächst oder so, muss man ja irgendwie dann Vorratshaltung haben. Also das passt thematisch schon mal sehr gut. So, und jetzt kann man diesen Stempel, einen Stempel von Piura natürlich in verschiedenen Seltenheitsstufen haben. Und das ist jetzt sind so graduelle Seltenheit eines Ortsstempels von Piura aus Peru. So, also aus der Kolonialzeit ist so ein Stempel schon mal besser als danach. Wenn man den dann von einem Jahr hat, den es eigentlich gar nicht geben kann, laut Katalog, dann ist das natürlich noch besser und noch seltener. Wenn man den auf einem eingeschriebenen Brief hat, anstatt auf einem gewöhnlichen, ist das schon sensationell gut. Und wenn es dann noch der früheste Einschreibbrief Perus ist und der zweitälteste Amerikas, dann hat das eine internationale relativistische Bedeutung. Und das ist hier bei diesem Beleg hier der Fall. Das ist tatsächlich der früheste bekannte Einschreibbrief von Peru und der zweitälteste aus ganz Amerika. So, das muss man, also nicht, dass Sie das falsch verstehen, das muss man natürlich nicht für 80 Punkte haben. Ja, das muss man noch nicht mal für 95 Punkte haben. Das ist jetzt eher so, weiß ich nicht, 96, 97 Punkte Niveau. Aber diese Abstufung da, man kann mit einem einfachen Stempel von Piura jetzt erst schon mal thematische Punkte sammeln. Die Punkte für die thematischen Kenntnisse, dass man weiß, Piura hat diese Bedeutung und dass man das erst thematisch interpretiert und richtig einsortiert und was, das hat erst schon mal Punkte für Zusatzerfolge bei thematischen Kenntnissen. Das ist klar. Das ist unabhängig davon, wie gut jetzt dieser Stempel ist. Weil das ist ja die thematische Forschung. So, und der Stempel, der kann eben graduell jetzt immer besser und bedeutender und seltener dann eben sein, bis hier zu diesem höchsten Seltenheitsgrad, den man ja, glaube ich, dann hier erreichen kann. So, dann Erhaltung. Die Bewertung der Erhaltung folgt den üblichen Kriterien der Philatelie und hängt vom, und das ist wichtig, und das ist auch neu und das ist aber richtig, und hängt vom Seltenheitsgrad der gezeigten Stücke ab. Das heißt, wir können die Erhaltung nur richtig einsortieren, wenn wir das mit der Seltenheit zusammen irgendwie sehen. Denn ein Exponat, was beispielsweise nur sehr einfache moderne Marken und Stempel hat, das hat ja, ich sag mal, gar nicht die Chance, dass es nicht gut erhalten sein kann. Das ist ja, oder andersrum, das ist ja selbstverständlich, dass das dann bitteschön gut erhalten ist. Insofern kann man zusätzliche Punkte für Seltenheit, für Erhaltung auch nur dann bekommen, wenn es überhaupt auch dabei um bedeutende und seltene Stücke geht. Das heißt, die Grundanforderungen sind, normales und modernes Material sind sowieso zu erwarten in ausgezeichneter und nur und ungewöhnliches Material in guter und seltenes in durchschnittlicher oder üblicher Erhaltung. Und die Zusatzpunkte, Zusatzerfolge, also diese, es gibt da 20, das heißt, das wären dann 80% wären 16, also über 16 hinaus, ist dann, dass die Erhaltung von Seltenheiten besser als durchschnittlich bis hin zu bester Qualität ist. Das heißt, bei den Seltenheiten ist das ja natürlich schwierig, dass die Erhaltung dann auch gut ist, weil es ja nicht so viele Stücke gibt. Und dann noch dann ein gutes oder vielleicht sogar das Bestmögliche zu haben, das ist dann tatsächlich aller Ehren wert und führt dann eben auch zu diesen Zusatzerfolgen. Ja, da habe ich jetzt kein Beispiel dafür, aber es ist wichtig, dass wir
mitnehmen. Die Erhaltung hat immer auch was mit Seltenheit zusammenzutun. Ja, damit wäre ich mit den Bewertungskriterien hier durch. Und ich hatte ja bei dem letzten Vortrag schon mal gesagt, das ganze Reglement mutet so ein bisschen kompliziert an, aber man kann es, wie ich finde, in einem Satz auf einer Seite zusammenfassen. Ein gutes Exponat der thematischen Philatelie erzählt eine nachvollziehbare Geschichte, basierend auf einem logischen, aussagekräftigen Plan, ausgearbeitet mit prägnanten thematischen und philatelistischen Beschreibungen der ausgestellten Stücke, die das breitestmögliche Spektrum postalisch-philatelistischen Materials mit möglichst vielen seltenen und außergewöhnlichen Belegen in bestmöglicher Erhaltung abdecken, unterstützt durch eine einheitliche und ansprechende Präsentation. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn man das alles erfüllt, dann ist man nahe an 100 Punkten. Ja, dann bin ich mit meinem Vortrag zunächst mal fertig und dann können wir noch fragen und ein bisschen diskutieren.